Liebe Freunde des Dresdner Qualitätsjournalismus, hier seht ihr die Presseanfrage Nummer 2 bzw. eine zweite von insgesamt 5 Presseanfragen, die ich am 9. August an die Stadtverwaltung Dresden gestellt hatte. Die Formatierung der Antwort ist so schlecht, dass ich meine Fragen nochmal vorab schicken möchte. Ich hatte also geschrieben: Sehr geehrte Damen und Herren, aus verschiedenen deutschen Kommunen wird berichtet, dass Gesundheitsämter Familien angeschrieben haben, um eine Absonderung von Kindern im Alter von zwischen 3 und 11 Jahren innerhalb der Familie bzw. der eigenen vier Wände zu erreichen. Dazu bitte ich Sie um die Beantwortung folgender Fragen. Erstens, wurden in Dresden bisher Anordnungen in dieser Hinsicht an Familien verschickt? Wenn nicht, warum nicht? Wenn ja, auf welcher gesetzlichen Grundlage? Drittens, in wie vielen Fällen haben Beamte der Landeshauptstadt Dresden im Zusammenhang mit der sogenannten Corona-Krise von der sogenannten Remonstrationspflicht Gebrauch gemacht? Kopiere ich mal kurz. Suche. In wie vielen Fällen hat das dazu geführt, dass Anweisungen zurückgenommen wurden? Mit freundlichen Grüßen, Gregor Schäfer. So, Remonstrationspflicht. Ups. Ich nehme mal irgendwas. Ärgert mich hier aber ordentlich. Was geht denn hier ab? So, das sieht nach Deutscher Beamtenbund aus. So, was ist die Remonstrationspflicht? Hierunter wird die Pflicht des Beamten verstanden, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen unverzüglich bei dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte ist diese in § 63 BBG geregelt. Ich nehme an, Bundesbeamtengesetz geregelt. Grundsätzlich trägt der Beamte die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlung. Von dieser Verantwortung wird er freigestellt, wenn er seiner Remonstrationspflicht nachkommt und Bedenken zum Beispiel gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen geltend macht. Die Remonstrationspflicht besteht bereits dann, wenn der Beamte die Weisung als möglicherweise rechtswidrig ansieht. Sie verläuft in 3 Stufen, kann jeder selber googeln. Ich gehe zurück zu den Antworten der Stadtverwaltung. Sehr geehrter Herr Schäfer, die Antworten des Gesundheitsamtes sind blau markiert. Ja, ja. Also, hier ist es meine Frage. Wie viele wurden solche Anordnungen in Dresden verschickt? Und die Antwort ist, die Absonderungsverpflichtung besteht nur für nachweislich infizierte oder enge Kontaktpersonen in Klammern Kategorie 1, siehe RKI. Auch das markiere ich. Google-Suche nach. Kennt ihr vielleicht noch nicht, aber ist sehr einfach. So, Management von Kontaktpersonen. Nur ein Download. Also, hier scheint es eine sehr lange Regelung zu geben. Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2, Stand 14. Juli. So, empfohlenes Vorgehen für das Management von Kontaktpersonen der Kategorie 1. Ermittlung, namentliche Registrierung sowie Mitteilung per Telefonnummer der Ansprechpartner des Gesundheitsamtes. Information der Kontaktpersonen. Mögliche Krankheitsverläufe und Übertragungsrisiken. Also, hier steht drin, dass erhoben werden muss das Krankheitsbild. Meine Fragen hoben, ich bin mir nicht sicher, in welcher Presseanfrage, auch darauf ab. Auch darauf erwarte ich noch eine Antwort. So, Reduktion der Kontakte, das heißt nicht Ausschluss, sondern Reduktion, also ein Herunterregeln. Häusliche Absonderung, gegebenenfalls in einer anderen Einrichtung unter Abwägung der Möglichkeiten und nach Risikobewertung des Gesundheitsamtes. Also, auch hier draus geht hervor, es ist grundsätzlich möglich, Menschen aus ihrem normalen Umfeld, aus ihrer Wohnung zu nehmen und in eine andere Einrichtung zu verbringen. Und zwar unter Abwägung der Möglichkeiten und nach Risikobewertung des Gesundheitsamtes. Das Gesundheitsamt kann im Zweifelsfall tatsächlich entscheiden, ob es ein Kind, in diesem Beispiel aus den Nachrichten,
als es, ob es ein Kind aus der Familie nimmt. Es ist also grundsätzlich möglich. Hier steht noch viel mehr, darauf will ich aber jetzt erstmal nicht eingehen. Werde ich verlinken unter dem Video. Wenn Kinder positiv getestet wurden, sind die Eltern als Kontaktpersonen mit abzusondern. Sind die Kinder lediglich noch gesunde Kontaktpersonen, kann den Eltern keine Quarantäne angeordnet werden, weil diese keine direkten Kontaktpersonen zum infizierten Fall sind. Aha, ist mir nicht ganz klar. So, wenn nicht, warum nicht? Wenn ja, auf welcher gesetzlichen Grundlage? Siehe oben. Also, die gesetzliche Grundlage wurde mir als Kategorie 1 hier RKI vermittelt. Finde ich ein bisschen schwach, lässt sich aber relativ schnell googeln oder mit einer Suchmaschine eurer Wahl finden. Drittens, in wie vielen Fällen haben Beamte der Landeshauptstadt Dresden im Zusammenhang mit der sogenannten Corona-Krise von der sogenannten Remonstrationspflicht Gebrauch gemacht? In wie vielen Fällen hat das dazu geführt, dass Anweisungen zurückgenommen wurden? Antwort: Dem Gesundheitsamt liegen hier keine Informationen vor. Bäm. Fertig aus. Klappe zu, Affe tot, Operation gelungen, Patient tot. Ich wünsche euch was.